Ein Dutch Baby ist eigentlich nichts anderes als ein Eierpfannkuchen, der im Ofen gebacken wird. Dieses Baby braucht keine 9 Monate, um rausgeholt zu werden und ist wirklich einfach zu machen. Welchen dummen Fehler ich trotzdem gemacht habe, damit ihr ihn nicht machen müsst, genau das seht ihr in diesem Video. Deshalb zieht es euch rein, es ist echt geil geworden. Traditionell verwendet man für ein Dutch Baby, wie der Name schon vermuten lässt, eigentlich eine Gusseisenpfanne. Allerdings geht es auch mit jeder anderen Pfanne, die sich in den Ofen stellen lässt, sprich keinen Plastikgriff oder einen abschraubbaren Griff hat. Dementsprechend würde es auch mit einer Auflaufform oder irgendetwas Rundem funktionieren. Das Rezept ist ausgelegt für eine 10 Zoll Pfanne, was 25,4 cm sind. Meine Pfanne hat einen Durchmesser von 24 cm. Das war übrigens nicht der Fehler. Mafuba, geh jetzt in den Ofen. Ich drehe den Ofen auf und während er auf 220 Grad vorheizt, stelle ich meine Pfanne da hinein. Inzwischen kann ich den Teig vorbereiten. Dazu gebe ich 3 Eier, einen halben Becher Vollmilch, einen Teelöffel Vanilleextrakt, es würde genauso gut mit einer Packung Vanillezucker gehen, und eine kleine Prise Salz in meine Schüssel. Mit meinem Handrührgerät wirbel ich die Eier auf und gebe nach und nach mein Mehl dazu. Geht übrigens auch mit dem Schneebesen. Wenn das Mehl komplett drinnen ist, rühre ich noch ein bisschen weiter und fertig ist mein Teig. Mein Ofen ist nun aufgeheizt, also nehme ich die Pfanne mit meinem Backhandschuh raus. In die heiße Pfanne schmeiße ich jetzt 2 Esslöffel Butter, welche aufgrund der hohen Hitze wirklich schnell schmilzt. Deshalb möchte ich die Butter ein wenig verteilen. Zu diesem Zeitpunkt bemerke ich, dass der Pfannengriff so um die 2000 Grad hat, was ziemlich weh tut. Und das war der dumme Fehler. Ich habe meine Hand gleich unter kaltes Wasser gehalten, aber 3 kleine Brandblasen gab es trotzdem für diese Aktion. Also macht das bitte nicht nach. Weil es aber so schön war, gibt es das Ganze jetzt nochmal in episch. Okay, das artet gerade ein bisschen aus. Auf jeden Fall habe ich mir nach dem Ganzen nichts anmerken lassen und einfach weitergekocht. Mit Hilfe meines Teigschabers leere ich den ganzen Teig aus der Schüssel in meine Pfanne. Diesmal greife ich die Pfanne aber wieder mit meinem Backhandschuh an und transferiere sie vorsichtig in meinen Ofen, wo jetzt die ganze Magie passiert. Während den nächsten 25 Minuten, die der Pfannkuchen im Ofen verbracht hat, ist er ohne irgendein Backtriebmittel verwendet zu haben in die Höhe gestiegen. Spektakulär. Sobald man ihn aber wieder rausnimmt, sackt er schon nach wenigen Minuten zusammen. Ich finde aber auch jetzt sieht er noch richtig krass aus. Seht euch das an. Für ein klassisches Dutch Baby tröpfle ich jetzt noch den Saft einer halben Zitrone über den Pfannkuchen und bestäube ihn auch noch mit etwas Staubzucker. Das ist sozusagen die Basis. Jetzt kann ich noch draufhauen, was ich will. In diesem Fall mache ich mir jetzt schnell einen Himbeersorbet. Dazu gebe ich gefrorene Himbeeren in einen Becher und quetsche den Saft der anderen Zitronenhälfte dazu. Noch 2 Esslöffel Agavendicksaft oder irgendeinen anderen Sirup und schon kann ich das Ganze mit meinem Stabmixer zu einem Sorbet pürieren. Mit meinem Eislöffel lässt sich das Sorbet gut auf dem Dutch Baby platzieren. Ich gönne mir heute gleich 3 Kugeln. Und schon ist es fertig. Mein Dutch Baby Pancake. Das Sorbet schmilzt langsam über dem noch warmen Pancake, während ich diese Shots mache. Um das Ganze jetzt aber auch noch zu kosten, schneide ich mir ein Stück raus und serviere es auf einem Teller. Seht euch das an. Das schaut ja fast noch geiler aus. Und es schmeckt unbeschreiblich gut. Die frische Zitrone, die immer wieder durchkommt, in Kombination mit dem süßen Sorbet, ergänzen perfekt den Eiergeschmack des Pancakes. Da vergesse ich sogar, dass meine Hand unglaublich schmerzt. Ein Dutch Baby ist wirklich einfach zu machen und wenn ihr es noch nicht ausprobiert haben solltet, dann müsst ihr das jetzt unbedingt tun. Es ist individuell anpassbar, lecker und kurz gesagt, einfach genial. Natürlich ist es auch möglich, bei dem Pancake so wie bei jedem anderen Pancake eine kalorienarme Variante herzustellen, indem man beispielsweise das Mehl durch Dinkelmehl und Proteinpulver ersetzt, den Zucker, den ich drüber gestreut habe, ja, den würde ich einfach weglassen und das Sorbet durch frische Beeren bzw. frisches Obst ersetzen. Man kann sich aber auch in die andere Richtung natürlich noch mehr gönnen, indem man beispielsweise Schlagobers drauf sprüht, Schokolade drüber raspelt und das Ganze vielleicht noch mit ein bisschen Karamellsoße beendet. Wie ihr seht, sind uns also bei diesem Pancake quasi keine Grenzen gesetzt. Somit sage ich Ciao und bis möglicherweise am Freitag. Ihr Osterhasen.